Schulfülle, diesmal der Schulfülle von Rotring. Hier der Schulfülle von Rotring. Hier sehen wir den Namenszug, hier den typischen roten Ring, der den Produkten der Firma den Namen gegeben hat. Wir sehen hier ein riesiger Tintenleiter hier unter der Feder, eine extrem ausgeprägte Griffmulde, hier den Rotring, die Kappe mit Wegrollsperre, nicht sonderlich stabil, aber die sollte halten. Und wir gucken uns hier den Füllmechanismus an. Die Ingenieure, Sie hören den leichten Knack. Die Ingenieure von Rotring haben sich hier etwas Spezielles einfallen lassen. Man sieht hier, wenn die Patrone reingedrückt wird, geht dieser kleine Schieber hier mit. Beim Aufdrehen, wenn man jetzt den Füllhalter wieder aufdreht, dann haben Sie das Klicken gehört, dann wird die Patrone hier mit ein kleines Stück ausgeworfen. Wir sehen hier die beiden Mitnehmer, die dafür sorgen, dass die Patrone um dieses Stück eben nach vorne bewegt wird. Okay, hier, wie gesagt, passt die zweite Patrone rein. Wir sehen jetzt hier schön der Schaft aus Holz. Eine riesige Griffmulde hier unten. Der Schaft, hier hinten die Wegrollsperre, aber der Stift ist eigentlich von sich aus so asymmetrisch, dass er nicht vom Tisch rollt. Sie sehen das hier. Also ohne die Wegrollsperre, wir hatten ja gesagt, die meisten Unglücke mit den Füllhaltern passieren ja, wenn sie vom Tisch rollen, insbesondere die Kappe oder eben auch der Schaft und dann zertreten werden. Wir gucken uns mal an, wie dieser Füller schreibt. Die Feder gleitet perfekt übers Papier. Diese Feder gehört auch zu dem Typ mit aufgesetzter Iridiumspitze. Wir gucken uns das gleich aus der Nähe an. Wir sehen hier keine Aussetzer. Der Füllhalter schreibt perfekt, hält auch Druck aus und wir gucken uns die Feder gleich nochmal aus der Nähe an, ganz nah dran. Wir sehen die Iridiumspitze, hier den Tintenleiter, hier kann man schön sehen, wie die Spitze aufgesetzt ist und hier auf der Feder eingraviert, Rotring Germany und ein A. Wir sehen hier auch den riesigen Tintenleiter und diese Rippen, an denen sich die Tinte, falls sie wirklich überlaufen sollte, festhalten kann. Hier der typische Rotring. Hier die Feder mit der aufgesetzten Iridiumspitze. Hier nochmal die Maserung des Holzes.